Doppelter Abschlag auf die Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit dem 16. Januar 2020 ist es ja nun bekannt, der neue Referentenentwurf zur Grundrente, zum Grundrentengesetz ist veröffentlicht. Und dort gibt es ja unheimlich vieles Neues auch zu berichten, unter anderem auch, dass die Grundrente, wie wir es schon aus dem alten Jahr auch schon gehört haben, aber jetzt steht es geschrieben, schwarz auf weiß, einen Abschlag bekommen soll. Und zwar, wenn der Versicherte seinen Grundrentenzuschlag berechnet bekommt, kriegt er auf die festgestellten Entgeltpunkte dort nochmal einen Abschlag von 12,5%. Soweit, so gut. Aber, jetzt kommt das Nächste, wenn der Versicherte dann in eine vorgezogene Altersrente geht, bekommt er ja möglicherweise auf die vorgezogene Altersrente auch einen Abschlag, wenn er zum Beispiel die Rente für langjährig Versicherte in Anspruch nimmt. Sagen wir zum Beispiel, er kriegt ab dem 1. Januar 2021 kriegt er einen Abschlag von 10,5% auf die Rente. Ja, wie wirkt sich denn das jetzt eigentlich auf den Grundrentenanteil auf? Und da kann ich einfach nur sagen, doppelter Abschlag, ganz einfach. Denn wenn ich in eine vorgezogene Altersrente gehe und es werden für die Grundrente die entsprechenden Entgeltpunktwerte festgestellt, dann bekomme ich natürlich auch auf diese Entgeltpunktwerte dann den Abschlag mit angerechnet. Das heißt also, bei dem Grundrentenzuschlag bekomme ich 12,5% Abschlag und ich gehe am 1. Januar 2021 in Rente mit 10,5% Abschlag, macht das in Summe de facto auf den Grundrentenanteil 23% Abschlag, also doppelter Abschlag. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eine Regelung, die der Gesetzgeber möglicherweise nicht so gerne veröffentlicht wird, aber sie ist aufgrund eines neuen Paragraphen 66 Satz 2 SGB 6 hier in dem Referentenentwurf auch so vereinbart. Das ist also die Folge des Abschlags, wenn man in eine vorzeitige Altersrente geht, die man nur mit Abschlag bekommen kann. Näheres zum Thema doppelter Abschlag bei der Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.